Hallihallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von mir, Dracos Gamezone. Heute wieder mal zurück mit einem weiteren Crowfall News Update. Ich habe über die letzte Woche ein paar Themen zusammengesucht, die euch interessieren können. Und daher würde ich sagen, beginnen wir gleich mal mit dem ersten Thema, und zwar das Februar Q&A Video vom letzten Dienstag. Darauf folgt das Valentin Special, das über die letzte Woche gelaufen ist. Danach geht es gleich weiter mit ein paar Templar Videos. Und zu guter Letzt gibt es noch eine etwas schlechtere Nachricht zu den dieswöchigen Playtests. Falls euch eines dieser Themen interessiert, sehen wir uns gleich wieder nach dem Intro zum eigentlichen Video. Und damit würde ich sagen, beginnen wir mit dem ersten Thema, und zwar das Ace Q&A Februar-Ausgabe. So wie in jedem Monat haben uns jetzt die Crowfall-Entwickler wieder ein Video herausgestellt, wo sie wieder mal Fragen vorlesen und auf die dann gleich eingehen. Diesmal haben sie aber sogar dazu geschrieben, auf welche Fragen sie eingehen. Das heißt, falls ihr nicht wisst, ob ihr es euch anschauen wollt oder nicht, hier habt ihr die Fragen. Warum gibt es derzeit beim Crafting eigentlich nur 8 Experimentierungspunkte? Werden NPCs in der Zukunft Ausrüstung droppen können? Werden die Harvesting-Skills Trees in naher Zukunft überarbeitet werden? Warum benutzen die Rüstungs-Crafting-Rezepte nicht so ein Legierungssystem wie die anderen Crafting-Arten? Wird es in naher Zukunft wieder einen Balance-Patch geben? Wann werden die Tooltips echte Werte übergeben? Sind die derzeitigen Charakterwerte sowie Leben, Ausdauer, Schaden etc. endgültig? Wird man die Wrestle-Stats frei anpassen können? Und zu guter Letzt, wann werden wir unterschiedliche Ranks bei den Parzellen sehen werden in dem Playtest? Also ja, es ist auf jeden Fall für jeden von uns etwas dabei. Und ich kann daher nur für mich selber sprechen, und zwar ich habe ein paar Sachen herausgefunden, die ich noch nicht gewusst habe. Darum kann ich es euch persönlich zumindest nur empfehlen. Es ist jetzt auch nicht wirklich die Welt, es sind nur 12 Minuten 50, es ist nicht so viel Zeit. Könnt ihr auch einfach nur mal drüber fliegen, dann werdet ihr das Wichtigste auch raushören. Was aber viel wichtiger ist, wenn ihr schon mal dort seid, gebt ihr im YouTube-Channel ein Abo. Das sind nämlich die offiziellen Crowfall-Entwicklers, ist Ace, und dann werdet ihr auf jeden Fall kein weiteres Infovideo mehr verpassen. Aber das war auch schon eigentlich alles zu diesem Thema. Alle Links zu dem YouTube-Channel zum Artikel und all meinen Quellen natürlich unten in der Videobeschreibung, und wir gehen mal schnell weiter zum nächsten Thema, welches mit dem Valentinstag zu tun hat. Crowfall hat sich zu diesem Valentinstag gedacht, wisst du was, die Community darf auch mal was machen, und darum haben sie uns wieder ein Event gemacht, wo wir unsere Valentinstag-Karten einschicken können. Diese Karten müssen natürlich wieder gewissen Richtlinien entsprechen, so dürfen sie nicht in einer beliebigen Größe sein, sie müssen genau 1200 zu 800 Pixels groß sein, sie müssen aus den typischen Nutzerrichtlinien entsprechen, das heißt, sie dürfen jetzt nicht irgendwelche Blizzard-Bilder benutzen, sie müssen Crowfall-Bilder sein oder eigengezeichnete oder von irgendwelchen, die man halt benutzen darf, und ja, prinzipiell, wir dürfen da wirklich komplett machen, sonst was wir machen wollen, eben mit den Mitteln, die wir haben, und ja, sie haben uns hier sogar ein paar Beispielbilder hergezeigt aus dem letzten Jahr, die sie selber gezeichnet haben. Meiner Meinung nach sehen die alle sehr, sehr schön aus, jedoch gibt es gerade zu dem Thema auch eine etwas schlechtere Nachricht, und zwar die Frist, wo wir die Sachen einschicken können, wie sie einschicken konnten, endet am Sonntag, diesen Sonntag, dem 12. Februar, und das war von letzter Woche. Das heißt, wenn ihr es nur über dieses Video erfahren habt, dann würde ich euch raten, macht jetzt noch schnell etwas, weil ansonsten wird die Zeit vielleicht etwas zu knapp werden. Hergezeigt werden die besten oder beziehungsweise wahrscheinlich einfach alle Bilder der Community, wenn sie wirklich weniger haben, wenn sie mehr haben, einfach nur die besten. Aber egal, sie werden hergezeigt wahrscheinlich am 14., das ist dieser Dienstag, da ist das Valentinstagfest. Und ja, darum hoffe ich eigentlich, dass wir dann in der nächsten Woche Ausgabe wieder über ein paar schöne Community-Bilder reden können, die vielleicht auch von euch sogar sind. Sonst aber auch hier gilt wieder, alle Infos zum Thema sind unten in der Videobeschreibung, und wir gehen mal schnell weiter zum nächsten Artikel, welcher wieder vom Templar handelt. Jetzt wieder zwei neue Videos zum Templar. Das zweite Video ist etwas unwichtiger als das erste, und zwar geht es in dem zweiten Video um die Erstellung wieder von Effekten für den Templar, für seine Fähigkeiten, aus dem Livestream herausgenommen, circa eine Stunde lang. Persönlich muss ich sagen, habe ich mir jetzt nicht komplett angeschaut, trotz allem sehr interessant zu sehen, wie man eigentlich so einen Effekt macht. Und natürlich das viel wichtigere Video, wo sie den Templar herzeigen, vorstellen, mit Fähigkeiten, mit Werten, mit allen Effekten komplett fertig. Und ja, das ist das Video. Prinzipiell 2 bis 3 Minuten lang, nicht mal allzu lange. Also ich würde ganz ehrlich sagen, schaut euch das Video an. Sehr wichtig, sehr informativ. Zeigt gut da, wie der Tempel sich eigentlich dann spielen wird und was er eigentlich sein wird. Und da beginnen wir gleich mal mit meiner Kritik. Ich persönlich will jetzt nicht so sehr auf die Fähigkeiten eingehen, weil das habe ich bereits in einem anderen Video gemacht. Ich will jetzt hier wirklich nur über meine Kritik reden oder beziehungsweise was ich blöd finde, was ich gut finde, was sie verbessern sollten.
Und zwar beginnen wir erstmal mit dem ersten Punkt. Die Gehanimation, wenn sie das Schwert draußen hat. In meinen Augen sieht es ein bisschen eigenartig aus. Wie sie das Schwert so wegstreckt, die ganze Zeit in dieser ganzen Ballerina-Form. Das finde ich persönlich nicht so schön. Und ich würde persönlich sagen, macht es weg. Oder beziehungsweise ändert es um, macht es irgendwie besser. Halt ein bisschen mehr lebhafter. Ich persönlich weiß nicht, irgendwas stört mich daran einfach. Dann die zweite Sache, die mich stört, sind die Leben. In einem der Shots hat sie 62.000 Leben Basis. Also schon allein mal nur mit den eigentlichen Statuswerten. Das ist noch ohne Skills aufgelevelt, ohne irgendwas wahrscheinlich. Und dann hat sie zwei Fähigkeiten, mit der sie die Leben buffen kann, mit denen sie Hitpoints buff geben kann. Das ist die 6er Fähigkeit, die Holy Warrior und die C-Fähigkeit. Wobei ich anmerken muss, die C-Fähigkeit ist praktisch gesehen einfach nur eine bessere Confessor-C-Fähigkeit. Aber egal, das ist komplett unwichtig. Das wussten wir von Anfang an, dass eigentlich der Templer nur ein Mix von verschiedenen Charakteren sein wird. Jetzt auf jeden Fall das Wichtige ist, sie haben nur jeweils eine Fähigkeit von den beiden aktiviert, wodurch sie auf 89.000 Leben nach oben gekommen ist. Was dann eine um 27.000 Lebenspunkte Verbesserung ist. Ein ganz schön großer Buff, wenn ich das anmerken darf. Weil an sich 82.000 Leben, das ist nicht allzu schlimm. Das ist ziemlich nah am Myrmidon dran, ein bisschen näher am Ritter noch. Also ja, es ist nicht so schlimm in meinen Augen. Womit ich das Problem habe, ist, dass die eine Fähigkeit ist erstens auf 89.000 erhöht. Und es sind beides Fähigkeiten, die du wahrscheinlich relativ schnell haben wirst. Wobei, wie gesagt, das wissen wir derzeit noch nicht. Wir haben den Templer noch nicht gespielt. Eben 89.000 Leben, gut, das ist schon mal eine große Zahl. Und dann das Problem ist, kann man sie beide gleichzeitig aktivieren, weil dann sind das keine 89.000 Leben mehr, sondern 116.000. Und das ist dann doch ein großer Unterschied. Das ist beinahe das Doppelte von dem, was Myrmidon hat. Und den Myrmidon kann man jetzt schon mit seinem Berserker Rage nicht wirklich gut töten. Und da muss man noch dazu denken, dass die meisten Fähigkeiten vom Templar nochmal ein Self-Heal sind, plus die Heals von deinen Teammates. Also ja, das wird eine sehr, sehr lustige Sache werden. Wir müssen noch schauen, wie sich das ausspielen wird. Aber in meinen Augen schreit es nach einem Balance-Patch. Und der dritte Punkt, der mich noch ein bisschen stört, ist die Holy Warrior-Form. Abgesehen davon, dass die Holy Warrior-Form praktisch gesehen einfach nur ein Champion-Kill ist, weil wirklich praktisch gesehen ist es wirklich nur eine bessere Champion-Fähigkeit, weil der Schaden, den sie in der Holy Warrior-Form ist, ja nicht mal ablockbar ist vom Ritter. Also das sagt schon was darüber aus. Overkill wäre es jetzt, wenn auch die Iframe-Fähigkeiten den Schaden nicht blocken kann, was ich jetzt nicht erwarte, aber es wäre wirklich Overkill dann. Aber an sich, die Holy Warrior-Form, wir wussten das ja bereits, aber wirklich, dass der komplett unablockbar ist, mir ist gar nicht klar gewesen, wie scheiße stark das sein kann, vor allem mit einer Exekutionsfähigkeit, weil das macht jeglichen Schaden vom Templer unablockbar, auch die Exekutionsfähigkeiten. Das heißt, wenn einfach der Dritte irgendwie blocken will, aktivierst du Holy Warrior, aktivierst deine Exekutionsfähigkeiten und er ist auf jeden Fall 100% tot, was wie gesagt einfach nur ein Champion-Kill ist. Ist wirklich, derzeit fühlt sich der Templar ein bisschen mehr so an wie ein uneheliches Kind zwischen dem Ritter und dem Champion, der dann irgendwie zum Myrmidon werden wollte. Weil ganz ehrlich, danach sieht es derzeit aus. Und das ist eigentlich nicht das, was ich gerne gehabt hätte. Wobei, wie gesagt, das, was ich gerne haben will, ist so eine Sache. Also, ja. Das, was ich mir irgendwie vorgestellt hätte, wäre eine Art Buff-Tank. So etwas ähnliches wie halt der Myrmidon ist der Damage-Tank, der Ritter ist der Tank-Tank und der Templar ist der Buff-Tank, der wirklich eben weniger Leben hat und dafür halt sehr viel mächtigere Buffs hat, wodurch er halt relativ gute Leben bekommt und ein bisschen mehr Schaden macht, halt aber wirklich hauptsächlich Buffs macht und das auch für seine Teammates macht. Daher, ich persönlich, wenn sie es machen wollen, Leben ein bisschen runter, ein bisschen weniger Schaden, dafür die Buffs verbessern, vielleicht noch mehr, halt wirklich darauf, dass sie buffen müssen und halt wirklich, dass er im Team zusammenarbeiten muss, weil irgendwie hätte ich das halt so im Kopf gehabt, damit er halt nicht so ähnlich zu den anderen Archetypes wird und halt auch sich unterscheidet vom Ritter und vom Myrmidon bzw. Champion in diesem Fall im Speziellen. Jedoch muss ich sagen, das ist derzeit nur eine Vermutung. Das ist das, was ich aus dem Videomaterial sehe und nicht das, was ich gespielt habe. Ich habe den Templar noch nicht gespielt und daher kann ich auch noch nicht sagen, dass es genau jetzt so sein wird. Das sieht wirklich nur danach aus. Ich will auch noch anmerken, dass das jetzt allein meine Meinung ist. Also angenommen, ihr habt noch tolle Ideen, bzw. ihr habt natürlich auch eine Meinung zum Templar wahrscheinlich, könnt ihr die natürlich auch gerne in die Kommentare nach unten schreiben. Das ist gerne ein Thema, worüber wir diskutieren können. Und damit kommen wir eigentlich auch schon zum letzten Thema, und zwar zu der schlechten Nachricht. Und zwar hat uns am Freitag Ace darüber instande gesetzt, dass irgendwas bei dem Playtest, also bei dem Pre-Playtest, wo sie halt nochmal intern testen, was sie gemacht haben und eben damit der Playtest funktioniert, irgendwas ist da schiefgelaufen und dementsprechend haben sie gesagt, dass sie keinen Playtest für dieses Wochenende machen. Und das ist natürlich etwas schlecht, weil ich konnte jetzt kein Gameplay-Material aufnehmen, ich konnte den Templar nicht testen, aber keine Angst, es kommen Snap-Tests während der nächsten Woche, was heißt, dass so 3-4 Stunden lang die Server online sind, wo wir dann alle Sachen ausprobieren können. Halt, es gibt keinen wirklich festen Termin für sowas. Es hängt allein davon ab, wann sie fertig werden und naja, wann sie das machen können. Das heißt, wahrscheinlich Freitag wird keiner kommen. Irgendwo zwischen Montag und Donnerstag werden ein paar Snap-Tests kommen.
haben, wo wir Sachen ausprobieren können. Da werde ich auf jeden Fall nochmal Videomaterial aufnehmen. Also vielleicht kommt noch ein Gameplay-Video am Mittwoch. Das ist halt jetzt wirklich unsicher und hängt allein davon ab, wann der Snap-Test stattfindet. Und ja, das ist dann eigentlich auch schon alles zu den beiden Themen, die man irgendwie noch sagen konnte. Das ist eigentlich auch schon das letzte Thema gewesen. Darum ja, alle Infos zu diesen letzten zwei Themen unten in der Videobeschreibung, alle Links zu allen Artikeln unten. Und wir sehen uns dann gleich wieder beim Endcut. Und das war's. Ihr habt es jetzt durch die Woche durchgeschafft. Ihr seid jetzt up to date, das ist passiert in der letzten Woche. Und ja, ich will jetzt eigentlich nur noch anmerken, dass ihr wahrscheinlich mittlerweile auch schon bereits gesehen habt, was ich an meinem Channel geändert habe. Und zwar habe ich ein neues Logo und ein neues Content Board oder wie ich es immer nenne, ein neues Banner. Ich habe daran die letzte Woche gearbeitet. Eigentlich wollte ich auch ein neues Intro machen, dazu bin ich leider nicht mehr gekommen. Aber trotz allem hoffe ich doch, dass diese neuen Updates euch gefallen, dass sie nicht allzu schlecht aussehen und es euch hoffentlich eine bessere Meinung über diesen Channel geben. Natürlich jetzt neuer Fokus ist Crowfall, dementsprechend ist auch alles auf Crowfall ausgelegt. Wenn ich dann später einmal andere Spiele nehme, werde ich diese Banner und das Logo auch daran anpassen. Hoffentlich, wenn ich dazu Zeit habe dann. Aber ja, sonst muss ich nur sagen, das sind die neuen Updates. Kommentare könnt ihr gerne da lassen. Wie gesagt, Diskussionen sind immer erwünscht. Und natürlich auch alle Links zu allen Artikeln unten in der Videobeschreibung. Und mehr will ich euch gar nicht mehr belästigen. Wir sehen uns dann wieder am Ende der nächsten Woche, wieder nächsten Sonntag, wieder mit einem neuen Crowfall-Update. Und vielleicht während der Woche ein kleines Gameplay-Update. Aber auch nur dann, wenn ich genügend davor sammeln kann und es auch halbwegs interessant ist. Und damit verabschiede ich mich jetzt schlussendlich von euch. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Woche.